Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich hab den Namen vergessen. Game Dev Tycoon. Genau. Wir machen weiter. Letzte Aufnahme zwischen jetzt ist bei mir 2 Sekunden vergangen, wenn überhaupt. Und ja. Unsere Marketinganalyse zur Folge ist das vor kurzem veröffentlichte Spiel Starcold Crusader. Ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Die Entwicklerfamilie ist ziemlich neu in der Entwicklungsbranche. Trotzdem erwarten wir gespannt, was als nächstes entwickelt wird. Oh, jetzt haben wir natürlich. Jetzt haben wir Druck. Jetzt haben wir Druck, Leute. Jetzt haben wir richtig Druck. Uiuiuiui. Und, ich würde gerne umziehen, weil ich wollte das für die nächste Folge aufbewahren, dass wir in der nächsten Folge umziehen in ein großes Büro. Ich weiß nur nicht wie. Level 2 erfolgreich erforscht. Was haben wir denn? Keine Ahnung. Wir haben auch nicht mehr viele Punkte, sehe ich gerade. Das heißt, es wäre schlau, wenn wir mal einen Auftrag finden. Ah, die gehen alle nur so ein paar Wochen. Egal, machen wir. Ich will umziehen. Ich will in ein neues Büro. Also, na, das hat hier ein 9,75, Junge. Also, ich dachte, die anderen wären schon nice. Ja, alleine Fafi, aber... Starkhold Crusader ist halt richtig krass, ne? Wunderbar, wir haben das erfolgreich gemacht. Das ist mir eigentlich voll egal, ob wir dafür jetzt Geld bekommen oder nicht. Dann ist das auf jeden Fall Zeit für hier, oder warte, wir haben noch Sachen zu forschen, ne? Habe ich neue Ende machen, genau. Frustensfrequenzen. Sprechen ist schwer und sollte gelernt sein. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, das zu lernen. Deswegen ist es schwer. Starcold Crusader wurde vom Markt genommen. Es wurde über 500.000 Mal verkauft und hat 3,1 Millionen Umsatz erzielt. Wenn das nicht geil ist, nur weiß ich auch nicht, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Und ich will gerne umziehen. Wie kann ich denn umziehen? Ich will ein neues Büro. Oh, ich habe verkackt und muss dafür zahlen. Das ist mir egal. Weil ich will das eigentlich nur machen, um Forschungspunkte zu bekommen. Ich meine, wir können auch ein Spiel dafür entwickeln, aber ja. Ich glaube, ich speichere gleich nochmal, starte nochmal das Spiel neu. Wir sollen gehen ins Hauptmenü und lade nochmal. Vielleicht, triggert das Ding das nochmal. Wir machen eben noch den letzten Auftrag hier. Zack. Programmfehler bereinigen. Okay, dann bereinigen wir den mal hier. Herzlichen Glückwunsch. Jawoll. Und wir wollen umziehen. Natürlich. Natürlich. Si, Senor. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein großes Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele programmieren kannst. Nun kannst du dich und deine Mitarbeiter trainieren. Fähigkeit zu verbessern. Lass uns das mit dem Abschließen des Managerkurses versuchen, den du belegen musst, bevor du die ersten Mitarbeiter einstellen kannst. Okay. Um zu beginnen, schließe diese Nachricht. Okay. Was da erstmal mega geil ist, wir haben hier Fat Tomunity stehen. Das ist schon mal mega geil. Hier können wir Leute einstellen und wir werden natürlich erstmal trainieren. Und zwar den Managerkurs. Hier sehen wir auch die anderen Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, ich hatte nie das nächste Büro, weil ich habe mega viele Kackspiele gemacht und dann hatte ich immer den Durchbruch mit einem Spiel und kam gerade so aus dem Miesen, glaube ich. Aber gut, damals war ich noch ein bisschen klein und doof. Oder doof war ich schon das erste Büro? Ich weiß es gar nicht mehr. Monatlich kosten 32.000. Ja gut, ne? Warum muss ich denn 150? Okay, 150.000 vielleicht die Kaution. Okay, sehr gut. Du hast deinen Managerkurs erfolgreich beendet und kannst jetzt deine ersten Mitarbeiter einstellen. Um damit zu beginnen, schließe diese Mitteilung und klicke auf den Einstellen-Button, der sich an der
der sich in der Nähe der großen Schreibtisch befinden tut. Ja, da, ne? Personal, ja. Ich würde aber gerne noch ein bisschen trainieren, Mann. Wenn du Top-Spieler erstellst und einen Weltklasse-Team haben willst, dann ist Training sehr wichtig. Für die besten Resultate solltest du deine Mitarbeiter regelmäßig trainieren, sie aber nicht durch zu viele Sitzungen auf einmal überfordern. Okay. Es ist mega viel Tags. Es sind verschiedene Trainingsoptionen verfügbar. Manche Optionen sind besser, um bestimmte Fähigkeiten zu steigern als andere. Ausprobieren ist der beste Weg, um herauszufinden, welche Trainingsoptionen deiner Plänen entsprechen. Es ist natürlich eine Mischung aus den Spezialisten und der Royal, ist okay. Was auf Forschungspunkte, ne? Lass mich nachdenken. Design, Technologie, Geschwindigkeit, Forschung. Das heißt, wenn wir jetzt was machen, dann ist Forschung, dann sind wir cooler. Und ich kann in der Zeit, während ich trainiere, keinen Aushang für mehr für Leute raushauen. Okay. Bevor du jemanden einstellen kannst, musst du eine Stellenanzeige ausschreiben. Dein Budget ist für die Ausschreibung festlegen und entscheiden. Okay. Ein hohes Budget erhöht die Zahl der Bewerbungen und der verschiedenen Testhilfen, die dir Mitarbeiter okay. Ja, Budget. Komplexe Algorithmen. Demospiel, komplexe Algorithmen, Demofilme, komplexe Algorithmen. Und dann suchen wir hier mal für 350.000. Nintendo kündigt heute das heiß ersehnte Nachfolgemodell der beliebten Testkonsole an. Diese ist die beste Konsole, die wir jemals entwickelt haben. Dies ist eine moderne 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet, da sie einfach nur super ist und wir haben entschieden, die Super-Test zu nennen. Okay. Wenn es auf Game Welt haben wir dann gewartet, okay. Das ist halt eh so geil, weißt du, wir haben mega geiles Game gemacht und alle feiern uns dafür. Wir haben mega viele Fans und jetzt sagen wir einfach so, jo, wir ziehen ein neues Büro und das dauert es, bis wir irgendwas machen. Anscheinend ist Community vor kurzem ein neues in ein Büro in einem bekannten Technologiepark gezogen und sucht nun nach Mitarbeitern. Das Unternehmen, welches für Spiele wie Starkhold, Crusadel und Farfi 1993 bekannt ist, hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. Ja, ist richtig. Und ich habe in meiner eigenen Garage $8,000 im Monat als Miete gezahlt. Ja. Einer der vielen Fans von Starkhold Crusader sagt dazu, ich kann nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht mal ein richtiges Büro hatten und diese Spiele von einer einzigen Person gemacht wurden. Ich freue mich schon sehr auf die Zukunft, zukünftigen Spiele. Ich auch. Ich hoffe, wir kriegen Leute. Trainieren! Forschung, Technologie, Design und Geschwindigkeit. Ich glaube, Geschwindigkeit ist ziemlich nice, weil Geschwindigkeit, dadurch können wir schneller die Sachen entwickeln, oder? Wiederhol dich nicht. Wir machen das mal. Zack, Training, Schaden. Geschwindigkeit ist, glaube ich, echt geil, wenn wir Geschwindigkeit. Die Suche für die ausgeschriebene Stelle ist beendet. Du kannst nun die Liste der Bewerbungen durchsehen und einen geeigneten Kandidaten für die Stelle aussuchen. Denk dran, dass du deine Angestellten jederzeit weiterbilden kannst, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Oh, Sip Meier. Guck erstmal nach dem Level. Okay, 218, 293. 2,18, 2,93. Geschwindigkeit ist ja halt höher. 2,18, 2,93. Ich glaube, wir nehmen ihn hier. Der will auch nur 16 pro Tag. Wir nehmen ihn hier. Halleluja. Ich bin freigeschaltet. Berühmtheit. Okay. Blablabla. Glückwunsch zu deinem ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich eine Leistungsfähigkeit werden können. Okay. Charakter nicht mehr für Leistung bearbeitet. Okay. Normal ist eine gute Idee, deine Mitarbeiter in Willkommenstraining zu bekommen. Okay. Ich habe keinen Bock mehr, alles durchzulesen. Das ist mir viel zu viel. Training. Einarbeitung. Let's go. Das ist sehr spannend jetzt.
Und wie wir sehen, sehen wir, dass wir ziemlich weit sind und immer noch Röhrenbildschirme haben. Wobei wir eigentlich voll aktuell und krass neu sind, im Gegensatz zu denen, die eigentlich auf dem Markt sind, so in Sachen, ne? Training! Ja, Hallöchen, Bubüchen, ne? Du machst hier mal. Wir müssen halt irgendwie alles einmal machen, ne? Aber wir haben keine Punkte mehr. Ey, yo, Kollege! Forschung kannst du halt auch nicht, ne? Weil wir nicht genug haben. Mhm. Sind wir fertig? Aufträge finden. Wenn wir die jetzt annehmen, macht er doch auch mit, oder? Jawohl! Heute wurde die Supertest vom Vinventoto veröffentlicht. Der Sipmeier. Ist schon Konto überwiesen. Ja, Wunderbärchen. Ich will eigentlich nur Aufträge machen, damit ich Forschungspunkte kriege, ne? Aber ja, der ist halt wesentlich schneller hier. Guck mal, der geht richtig ab hier. Der sind wir. Also, wir gehen richtig ab. Und unser Kollege so, das ist nicht so einfach. Ja, kein Problem. Wir haben noch ein paar Millionen auf dem Konto. Auch wenn das lange ein bisschen eng wird. Trotzdem machen wir hier mal eben. Chef, ich habe eben herausgefunden, dass einige unserer treuen Fans vom Steam Hospital entwickelt, Fans ein Fanspiel von Steam Hospital entwickelt haben, welches sehr viel Material aus unserem Spiel benutzt. Sie verdienen damit aber kein Geld und machen es anscheinend nur für die Fangemeinschaft. Unser Rechtsanwalt schlägt dringend vor, diesen Vorgang zu stoppen. Jetzt mal ohne Spaß, das ist das Schlechteste, was du als Entwickler machen kannst. Lass sie in Ruhe, Mann. Lass sie doch machen, Alter. Wenn die ein geiles Spiel daraus machen, ist doch geil. Das ist unsere Start-Engine. Und dann wissen die nächsten Leute, ey, das ist voll geil. Und dann ist das voll geil. Und jetzt gleich ist er wahrscheinlich erst hier super dabei, ne? Genau. Mhm. Okay, wir machen mal ein neues Spiel mit dem lieben Herrn hier. Wir machen Krankenhaus. Weil die ja gerade davon gelabert haben. Simulation. Haben wir zuletzt eine Simulation gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So, Strategie ist ja schlecht. Strategie haben wir zuletzt, ne? Wo machen wir die Simulation für? Ich würde es eigentlich auf dem PC lassen, das Spiel, ne? Das ist halt nur 14%, ne? Das ist halt echt nicht viel, Mann. Können wir es ja mal dafür nicht machen, weil dann müssen wir den Sensor nehmen. Machen wir es dafür, auch wenn das für eine Konsole echt blöd ist. So, die Engine. Stimmt, wir wollten eine neue Engine machen. Wir wollen noch so viel machen, aber ich komme da nicht hin, ey. Thema Krankenhaus 2. Steam Hospital 2. Das ist für Kinder eher. Weiter. Achso, wir können das andere ja noch nicht, ne? Weil das müssen wir erst lernen. Hallo, ich bin Denise Wright, die Chefentwicklerin des Fangames von Steam Hospital. Ich habe kürzlich erfahren, dass ihre Rechtsabteilung ihnen nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen. Und ich wollte ihnen nur mitteilen, dass ich ihnen sehr dankbar dafür bin, dass sie sich dagegen entschieden haben. Ja bitte, ist auch kein Problem, Mann. Community ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Wir haben 700 Fans dazu gewonnen. Der Button ist halt ziemlich geil. Fans! Und da ist so ein Button, mega cool. Super nice. Das muss ein bisschen hoch, das können wir wieder runter. Ja, wobei Gameplay eigentlich auch nicht schlecht ist. Story und Quest ist, glaube ich, echt nicht so wichtig. Zack und so in etwa. Und da die Sachen drin lassen, wunderbar. Weil das ist das nächste Steam Hospital, aber ich kann Steam Hospital nicht schreiben, weil ich zu blöd bin, englische Wörter zu schreiben. Deswegen heißt das jetzt so. So, künstliche Grenze ist dafür auch nicht so wichtig. Dialoge, aber das Level Design sollte dafür schon relativ wichtig und interessant sein. Das ist natürlich ganz klar. So, heute übrigens wird die Folge ein bisschen kürzer, weil ich gleich noch kurz weg muss und ich will nicht pausieren und dann später, weil das finde ich immer ein bisschen blöd. Sound, okay, Grafik und das einfach hoch, bam und zack. Und ich habe immer noch nicht gesehen, wo wir Marketing einstellen können, aber ist ja egal. Das ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall machen wir einen neuen Rekord easy.
Ja, die Konsole namens PlaySystem vorgestellt. Ist das die PlaySystem One? Offenbar hat sich Vonny mit Nimvento, den Hersteller der beliebtesten von Test- und Super-Test-Konsole, zusammengeschlossen, um eine Konsole herzustellen, die im Grunde eine Super-Test mit CD-ROM-Laufwerk ist. Okay. Die folgende wäre die erste Konsole mit CD-ROM-Laufwerk. Gentlemen, auf der ganzen Welt eine Überraschung, dass ein neuer Tag und blablabla. Der Deal ist bereits geplatzt, was? Vorgestellt, der Deal ist bereits geplatzt. Hat heute bekannt gegeben, das Projekt mit Vonny abzubrechen und stattdessen eine neue Konsole mit einem anderen Geschäftspartner zu entwickeln. Ja, melde mich. Gerüchte zufolge war die Distributionsvertrag, was auch immer das ist, der beiden Parteien nachteilig für Nintendo, da sie zu viel Kontrolle von Vonny hätten abgeben müssen. Die scheint das Ende der PlaySystem zu sein. Meld dich, kein Problem. Golden Chest, Boss. Das ist echt gar kein Problem, Mann. Okay, hast du, hör auf, Bubbles zu machen. Danke. Hallöchen, New Records. Und hier sollten wir überall leveln, oder? Also, überall. Und dann müsste er ja eigentlich auch recht gut leveln, wobei er schon Level 2, ne? Aber ansonsten müsste er eigentlich auch gut leveln, weil er müsste ja gleich unten mit aufgeführt werden, oder? Ich und jetzt er. Genau, wunderbar. Das veröffentliche ich auch sowas von. Es gibt seit kurzem einen klaren Trend zu Strategiespielen. Wir haben eine erste Bewertung für unser neues Spiel Steam Hospital. Zwar Thema Zimmer Krankenhaus 2. Ich liebe es. Großartiges Spiel. 10. Nein. Der Schwerpunkt auf Level Design teilt ein Spiel sehr gut. Nette Erfahrung. Wunderbar. Wunderbärchen. Nee, also wenn, dann mache ich selber den Spielbericht. Test in 2 Monaten von Magnum, okay. Weil wenn dann mache ich selber den Spielbericht, weil ich besser bin in, ja. Auftrage finden, okay. Forsch mal. Und zwar, bessere Benutzeroberfläche. Ich will gerne die 3D-Grafik haben, aber ich glaube, die haben wir noch nicht, ne? Oder können wir noch nicht so einfach machen. Mach das hier mal. Ha, es geht, also verkauft sich jetzt nicht super kacke, aber es ja, ist not so bad. Unsere Analyse nach Verkaufsseite, blablabla, Krankenhaus. Die Grafik scheint für das Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform, Genre, Übereinstimmung, Vega gut, Vena Gear, Kinder gut und Thema Zielgruppe über Krankenhaus, Kinder schlecht. Okay, wissen wir Bescheid. Wunderbar. Das ist ganz okay und in Ordnung. So, Forschung wurde verbessert. So, du kannst ja mal trainieren, glaube ich, hier. Technologie, Design, Forschung, Geschwindigkeit. Okay. Du machst das hier eben, Spieldesign trainieren. Du hier machst Forschung. Einfach Social Sequenzen. Sequenzen. Wir haben noch einen Forschungspunkt. Das ist auch geil, ne? Level 1, Golden Chest, Mini-Boss, Boss. Das ist cool. Gefällt mir so kleine Gimmicks. So. Okay, wir haben 15 Sequenzen. Das wird nicht mehr länger unterstützt. Du hast 3 Spiele mit den Plattformen veröffentlicht und insgesamt ein bisschen Geld gemacht. Okay, 500.000. Ist okay, kann man machen, ne? Kann man ja mal machen, ne? Kann man. Eigene Engine erstellen. Eigentlich müssen wir echt schon die nächste machen, weil das ist halt echt super viel, was wir hier drin haben, ne? Wie sieht das so forschungsmäßig aus? Haben wir noch irgendwas? Wir müssen. Die wären noch geil, aber mega viele mittlere Spiel. Ich brauche Forschungspunkte. Wie komme ich an Forschungspunkte? Oh, wir haben Aufträge. Wir wurden vom Markt genommen. Ja gut, es hat ein Plus gemacht. Das ist ja ganz okay. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen, weil es mir egal. Für Forschungspunkte. Weil ich habe ihn natürlich jetzt erstmal trainieren geschickt, was natürlich jetzt nicht so schlau war, aber okay. Ey, ja. Okay, er ist jetzt fertig. Dann können wir jetzt den nächsten Auftrag finden. Zack, hier. Ich gucke gar nicht, wie lange und so. Das ist mir egal. Ich will einfach nur Forschungspunkte und das ist das Wichtige bei mir. Momentan, weil ich sage, ey, gib mir Forschung. So. Ah, auch nicht geschafft. Schade. Das ist halt auch nicht so geil, ne? Vor allem für die Firma nicht, ne? Weil wir so Aufträge gar nicht schaffen.
Aber gut, ist, wir brauchen Forschungspunkte. So. Wunderbar, das haben wir noch geschafft. Wenigstens haben wir einen. Ein von drei ist auch keine so Kackbilanz, oder? Das können wir immer noch nicht. Was machen wir denn jetzt hier am besten? Nochmal ein kleines Crap-Spiel, so für zwischendurch. Eieiei, virtuelles Haustier. Simulation. Dafür. Damit. Und für Kinder. Und wir nennen das. Cat Dog. Weiter. Wir kennen immer noch kein Marketing. Klappstrategie hatten wir letztens erst, ne? Vielleicht nicht so gut gewesen, aber gut. Das hier so. Story Quest brauchen wir null. So. Und wir haben immer noch kein. Ich weiß nicht, wo wir Marketing machen können, ne? Entweder bin ich blind und blöd oder auch beides. Oder ich weiß es nicht. Dialoge sind nicht so wichtig, künstliche Intelligenz ist schon wichtiger, Level-Design, ja, machen wir so, weil das ist ja Cats und Dogs, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt für die Konsole, ne? Von Zeit zu Zeit brauchen deine Mitarbeiter Urlaub, um neue Kräfte zu tanken. Du kannst feststellen, ob ein Mitarbeiter Erholung braucht, wenn deine Effizienz steigert, sinken. Um einen Mitarbeiter in Urlaub zu schicken, klicke, okay. Diese Leiste hier, oder was? Ja, sinkt die oder steigt die? Sound, na, wir machen mal so und let's go. Ich glaube, die sinkt, oder? Oder steigt sie? Oder sinkt sie? Ich bin mir so unsicher, ne? Oh ja, man ballert alle Punkte rein. Wir haben mega viele Forschungspunkte. Das ist natürlich, Stockgesell Karamell. Oh, super nice, man. Er hat auf, da Bugs reinzumachen. Ihr Arschis, Cat Dogs, wunderbar, neuer Rekord. Und hier geht er richtig ab. Alter, warum ist das einfach so schnell? Wuhu! Okay, liebe Damen und Herren, Cat Dogs wurde bewertet und. Oh, 9. Oh, ja, das ist nice. Die 8 ist auch da. Und die 9. Mehr bitte. Ja, denke ich mir auch immer. Mehr bitte. Was? Okay, wunderbar. Das heißt, wir machen eben. Nein, nicht Training. Wir machen hier immer Forschung. Und zwar. Das hier. Du gehst. Ey, du. Okay. Hätte ich wahrscheinlich lesen sollen. Wäre wichtig wahrscheinlich gewesen. In Urlaub schicken. Have fun. Good luck. Und wenn du fertig bist, hör auf, dir den Kopf zu kratzen. Mach. Komm wieder. Bist du wieder da? Du warst nicht so lange im Urlaub. Hallo, mach mir eine Dingsi. Hallo, Tom. Vertrag mit Publisher. Ich verfolge die Entwicklung von Terminality seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, große Spiele zu entwickeln. Umfangreiche Spiele verdienen es, von einem großen Publisher wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem dem Publisher vom Vorteil sind. Ein Publisher wird im Spiel weltweit vermarktet und verkaufen. Es wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird den Großteil des Gewinns selbst eingestrichen. Aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen, werden lohnt es sich meistens trotzdem. Okay. Ich kann sie mit einem paar Publishern bekannt machen, damit sie sich in verfügbaren Aufträge ansehen können. Okay. Verträge mit Publisher finden freigeschaltet. Okay. Hört sich interessant an. Werden wir auf jeden Fall reingucken. Aber. Ich weiß noch nicht wann. Nee, trainieren sollst du gar nicht forschen. Was haben wir? Ja, das dauert natürlich, ne? Hacking. Aliens Hacking. Wollen wir eh alles nach und nach freischalten. Unsere Analyse. Virtuelle Haustier und Simulation ist eine großartige Kombination. Schauen scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ja gut, ich habe mich verkackt, ne? Sie haben auch noch folgende Erkenntnis gewonnen. Sip Meier ist immer noch neu im Team
noch rein ein paar Spiele und ein paar und dein Team bekommt eine größere Potenzial, größeres Potenzial. Achso. Ja gut. Lesen sollte ein Vorteil sein und sollte man können. Deswegen speichern wir einfach mal. Und dann werden wir im nächsten Part gucken. Wir werden die neue Engine, denke ich, machen. Hoffe ich. Werden wir, denke ich mal. Hoffe ich. Dann werden wir mit den Publishern uns umgucken, wie das ist. Wir werden noch ein neues Spiel machen und ihr könnt gerne Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben und auch Spielideen vorschlagen, was wir, wie wir ein Spiel nennen sollen, wie wir eine Kombination aus dem Spiel machen wollen und so weiter und so fort. Oder ja, ihr könnt auch gerne, wenn ihr das selber spielt, einen Screenshot machen von eurem besten Spiel und dann vielleicht die einzelnen Schritte screenshotten. Und dann kann ich ja mal gucken, wenn ich das exakt nachbaue, ob ich auch die gleichen Erfolge dadurch rauskriege oder ob das Kacke ist. Aber gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über den Kommentar freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann ciao und bye. Das war Double Time zu schnell und ich habe mich selber fast mit. Bis dann, euer Tom. Ciao und bye.